So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob. Bin von Bikini Bottom Rehydrated. Heute geht's weiter mit der Heldenhöhle. Die fehlt uns ja auch noch vor dem finalen Level. Jetzt muss ich gerade nur gucken. Angeblich soll er aufs Sofa, aber Sofa wahrscheinlich hier. Ne? Oder? Fragezeichen? Ja? Hallo? Achso, ja, so geht das. Okay. Ja, wollen wir die Heldenhöhle betreten? Natürlich. So, mal gucken, was es da erwartet. Die Frage, wie viel... Warte mal, wie viel erwartet es heute? Es sind wieder 4 Socken, 4 Schalter und 8 Fallenwände. Und dann hätten wir mehr oder weniger komplett alles durch. Na dann, auf geht's. Es kann okay. Losgehen. Hat sich ja voll gelohnt damit so weiter. Schenke öffnen ist klasse. So, nehmen wir das natürlich mit. Und wir haben ja mehr als... Böses! Oh, Alter, schrei doch nicht so. Du hast doch schon beim Rutschen so blöde geschrien. Hier, Jungfrau, Mann und blauer Spube. Du solltest dich nicht so an der Jungfrau Mann heranschleichen. Sein Herz ist nicht mehr so gesund. Eigentlich ist gar nichts mehr an ihm gesund. Tut mir leid, mehr Jungfrau Mann. Ich bin nur immer so begeistert, wenn ich euch beide sehe. Eure fantastische Gegenwart zu erleben, lässt mich pure Gerechtigkeit spüren. Seht ihr, ich habe Gänsehaut auf meiner Gänsehaut, auf meiner Gänsehaut. Schon gut, Junge. Spar dir das und sag uns, was du willst. Naja, ich hätte gern eine neue Sonnenbrille. Auf meine alte hat Patrick sich gesetzt. Das meine ich nicht. Eigentlich ist es gut, dass du aufgekreuzt bist. Du Sch... Ist es? Ist es? Ja! Ein Rudel böser Roboter hat das Sicherheitssystem der Heldenhöhle übernommen. Du musst es abschalten und sie aufhalten. Warum er? Wir sind doch absolut fähige Superhelden. Weil es Donnerstag ist und wir eine ganze Menge Arzttermine haben. Ah, Muscheldreck. Hatte ich vergessen. Badam. Geh und sprich mit dem Heldenhöhlencomputer im nächsten Raum. Sie also, wird dir sagen, was zu tun ist. Ich werde diese wahnsinnige Verantwortung übernehmen, Meerjungfrau Mann. Du wirst nicht enttäuscht sein. Blamiert vielleicht, aber nicht enttäuscht. Auf zum Arzt! Da... So. Gut, wir sollen... SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. So, ich muss gerade gucken, haben wir hier irgendwo eine... Ach, da hinten. Alles klar, ich sehe schon. Weil ich gerade mal nur ein bisschen Luft haben will. So, den nehmen wir mal mit. Und dann haben wir... So, dann haben wir hier nämlich ein bisschen Atemluft. Das ist nicht irgendein Schwamm. Es ist der Superschwamm. Er saugt Verbrechen auf. Hast du da irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Ach, da hinten ist noch einer. Ich schieß mal gerade kurz... Ich räume mal gerade schon die Feinde aus dem Weg, die da... Oh, Hilfe! Das war jetzt natürlich... Das habe ich gar nicht gesehen. Ich komme! Da komm, geh weg! In your face! Okay, der geht jetzt da hoch, oder was? Oh, das Ding habe ich gar nicht gesehen. Was da unten irgendwas, dass man das wissen muss.
Ja, warte ich. Okay. Was haben wir hier? Das sind Stromgeneratoren. Du darfst sie wieder, weder sie noch den Energiebogen berühren. Na ja, ist ja nicht mehr. Geschafft. Und du, Kollege, du hast auch schon 2 abgekriegt, oder? Och, wie assi ist das denn? Sobald die Schwamm sehen, töten die uns, alles klar. Also, egal. Kriegen die uns. Aber den Typen, den haben wir doch schon mehr oder weniger. Haben wir doch schon mal 2 mitgegeben. So, dich hat's schon mal zerlegt, Kollege. Und den 2 Hundis direkt mit hinterher. Ja, die Rakete macht natürlich total Sinn. Weil der schon mal. Weil du dann schon mal zumindest ein bisschen Luft hast. So, das ist egal, ne? Ja. Nennt mich auch Schwamminator. So, jetzt haben wir hier noch einen. Ach so, warte mal. Okay. Warte mal. Die Schaumräder kannst du durch Basenbowling in Bewegung setzen. Bowlinggänger sollte sich so schauen, damit es sich dreht. Gut, okay, das ist klar. Aber was bewirken die? Das ist egal. Ah! Okay. Kannst du wissen. Aber ich war mit dem Computer Quatsch, oder? War da nicht irgendwas? So, jetzt können wir natürlich den Weg da vorne mal nutzen. Wieder fallen wir ja nicht momentan. So. Alle Neune. Die sind schon mal Geschichte. Ein Boot. Okay. Hat das jetzt irgendeinen Sinn? Mit der Lösung kann man den Schalter clever betätigen. Okay. Das ist ein Pfannenwender. Wo ist ein Pfannenwender? Jetzt hol ich mir jetzt mal hier die beiden Helden. Begrüß meinen kleinen Blasenfreund. Bumm. Da haben wir den ersten jetzt schon. 69. Also wir haben ja alle. Wir haben ja alle. So, hier haben wir schon mal alles so weit weg. Und dann geht es jetzt weiter mit der Hauptkammer der Heldenhöhle. Die Heldenhöhle. Geheime Festung der faltigen Superhelden, Meerjungfrau Mann und Blaubarschbube. Das ist ein weiterer. Thaddeus, ich freue mich ja so, dich zu sehen. Und das ist nicht die Art Freude, die man vorne in den Knien, sondern die Art, die man hinten in den Ellbogen spürt. Du glaubst mir nie, was passiert ist. Ja, ja, das Rentner-Du hat es mir erzählt. Diese 2 alten Säcke haben mich schon reingeschickt, damit ich mir ihren Heldenhöhlencomputer ansehe. Ach, hier ist der Computer, okay. Da du jetzt hier bist, lass ich dich das machen. Er ist gleich da vorne. Ja gut, das ist. Sieh dich hier um. Ich meine also bitte. Er würde es sie umbringen, hier ein paar Teppiche auszulegen und dieser ganze vergeudete Platz. Wir haben diese 2 alten Heinis das hingekriegt. Ach, das ist einfach. In Folge 27 wurde die Heldenhöhle von den grabenden Bermuda-Monstern überfallen und die. Schon gut. Na gut, okay. Hier haben wir eine weitere Dings. Hier könnten wir auch theoretisch mit Patrick hoch. Aber das ist jetzt, glaube ich, ja wichtig, unwichtig. Warte mal. Zur Lobby. Ja, gut, okay, das ist ja die Hauptkammer hier. Alles klar. Okay. Es geht doch nichts über den Geruch von Zeit.
riecht nach... Kann ich das Ding jetzt nicht benutzen? Oder? Ich will jetzt hier nicht unbedingt verrecken. Okay, schauen wir nicht. Aber wie komme ich da rüber? Warte mal. Hat das irgendeinen näheren Sinn? Ich hab doch gar keine. Das ist doch gar keine Bushaltestelle oder was? Da vorne wäre eine, oder? Ja. Okay, hier müssen wir so aufpassen. Okay. Hier wäre jetzt auch mal für 2300. Das machen wir doch glatt. Da gibt es Objekte, müssen wir die Muschel öffnen. Und da haben wir eine weitere Sprungschanze. Oh, das war unser erster. Okay, das ist sehr wichtig. So, warte mal. So, damit ist die Kombi schon mal deaktiviert. So viel zum Thema. Kann ich die dann... Ach, die geht nur eine gewisse Zeit. Warte mal, nicht mit der Rakete, sondern mit dem... Warte mal. Warte mal. Siehst du denn ihren Sinn, warum das... Hä? Kann ich das mit dem Ding zurück? Das ist... Ach, wir haben sie gar nicht getroffen. Jetzt ist sie quasi aktiviert. Erst aktiviert, okay. Frisch wie eine so, die nutzen wir mal gerade die... Autsch. Autsch. Ach, das ist... Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ach, warte, wir haben sie ja... Warte mal. Raketen ist nicht, oder was? Okay. Okay, wäre eine Bushaltestelle. Okay, so einfach ist das gar nicht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte mir jetzt, wir fahren das vielleicht ein bisschen einfacher. Aber hinten wäre noch was mit Blasenbowling. Warte mal, das hat bestimmt was Näheres zu bedeuten, oder? Ich kann. Alle Neune! Brücke aktiviert! Eieiei! So, die ist kaputt. Wir nehmen sie mal mit. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay. Dann haben wir die Brücke auch. Hat die jetzt irgendwas Näheres zu bedeuten eigentlich, was da oben, irgendwas da oben? Komme ich da irgendwie näher hoch oder muss ich da irgendwo hier ran? Jetzt ist ein Checkpoint, aber warum? Was hat das jetzt so Näheres zu bedeuten, oder? Ach so, wahrscheinlich mit dem Handy oder was? Warte mal. Handy-Frage, Fragezeichen? Patrick.
Okay. Also mit Patrick kommen wir da eh nicht hoch. Okay, dann hat sich das, hat die Brücke nichts Näheres zu bedeuten mit Patrick. Sondern... Oh, geklappt. Warte mal. Okay, das da. Dann gehen wir mal darüber gerade kurz. Für den Fall, dass irgendwas bedeuten hat, dass das da... Die, was das da bedeutet. Okay, wir müssen also... Okay, das ist so eine Verbindung, die rüber muss. Da wäre wieder eine Blasenbowling da oben. Warte mal. Dann machen wir das mal kurz. So, mit Spongy. Aber was hat er überhaupt hier der Typ zu sagen? Es kann ja sein, dass der irgendwas Leeres zu weiß. Du bist mein Held. Hey, du bist gelb. Seit wann das denn? Ja, und das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.